So. Da ist sie, die vermisste Messingklinge. Ist echt ein bisschen tief, ne, wie ich sitze. Aber es geht momentan leider nicht anders. Ansonsten habt ihr unten halt was im Bild. Das muss ja nicht sein. Ich wusste, dass ich mich auf meinen Spürsinn verlassen kann. Briadien. Ein Glück, dass ihr da seid. Ich dachte schon, ich würde hier als Krabbenfutter enden. Und der hat nur Unterhosen an. Ah, das hat der Typ ja gestohlen, ne? Der Bösewicht. So, die Fesseln wären wir los. Nun sprich, Soldat. Was ist hier vorgefallen? Man bestellte mich ein, um mit mir meinen Einsatzplan durchzugehen. Als ich wartete, spürte ich plötzlich einen Schlag. Hier bin ich aufgewacht und fand mich ohne Uniform und Papiere wieder. Sei froh, dass dir wenigstens dein Leben und dein Lendenschutz geblieben sind. Seltsam ist es schon. Warum sollte das Phantom Zeugen hinterlassen? Spielt es mit uns? Doch darüber können wir uns später einen Kopf zerbrechen. Was viel wichtiger ist, wen solltest du beschützen, Soldat? Wenn der Schlag meine Erinnerung nicht vollkommen durcheinander geworfen hat, dann waren das Herrn Morgant und Herrn Yalto Nolto. Ah, gab es sonst noch jemanden, mit dem du Kontakt hattest? Ja, mit Herrn Levenhardt. Ich sollte ihm bei der Nahrungsmittelbeschaffung zur Hand gehen. Sicher sucht er schon verzweifelt nach mir. Vielen Dank. Das sind sehr wertvolle Informationen für uns. Also gut. Ich werde erst einmal diesen armen Tropf hier zu einem Arzt bringen. Seine ungewollte Pause hier draußen scheint ihm sehr geschwächt zu haben. Sieh du bitte nach unserem tollpatschigen Kriminologen-Duo und pass auf, dass es nicht die achte Katastrophe einläutet. Zuzutrauen ist denen alles. Ich werde zu euch aufschließen, wenn dieser Mann hier versorgt ist. Das ist ja doch ein ganz netter, der Brilli, ne? Mit Hildi Brindi sprechen. Ach, können wir auch. Komm, zack. Cool, man portet sogar mit Chocobo, habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja geil. Hildi, hi, altes Haus. Ah, Gobby, mittlerweile kann ich mir die Ermittlungsarbeit ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Nasche und ich könnten gut noch einen Kofferträger gebrauchen. Du kannst es dir ja mal überlegen. Pff. Ja. Doch sag, wie ist es euch in der Zwischenzeit ergangen? Große Hoffnungen mache ich mir zwar nicht, aber auch ein blindes Huhn findet bekanntlich mal ein Korn. Hat dieser Schnösel Brilli vielleicht irgendetwas herausgefunden? Erzählen wir ihm das jetzt? So, Morgant, Nalto, Yalto und Levenhardt gehören also zum Kreis der Verdächtigen. Was zaudert dieser Schreibtischkriminologe dann noch? Wir sollten die Subjekte unmittelbar verhören. Von diesem Gardinien lasse ich mir gar nichts vorschreiben. Vor so einem habe ich doch keine Angst. Jedenfalls nicht, solange er nichts davon mitbekommt. Am besten nehmen wir uns direkt den ersten zur Brust. Dieser Morgan steht gleich da vorne. Auf geht's, Naschu. Eigentlich sollten wir das ja unauffällig machen, ne? Naja. Überlass diesen Mann meiner meisterhaften Verhörtechnik.
Nicht umsonst habe ich vor meiner Karriere als Kriminologe eine Zeit lang als Handelsreisender für ätherische Staubaufsaugapparaturen gearbeitet. Da kommt's raus. Meine subtilen Verhandlungskünste sind legendär und als Mandevillesche Diplomatie allseits bekannt. Vergesst nicht, jeder meiner cleveren Winkelzüge im Wortlaut zu notieren, werte Ellie. Euch wird die Ehre zuteil, dem geschichtsträchtigen Moment beizuwohnen, in dem Hildebrand, der Meister der geschliffenen Worte, das garstige Phantom mit den tausend Gesichtern entlarvt. Ich bin als Reporterin hier, nicht als deine persönliche Stenografin. Ist das klar? Für deinen Unfug verschwende ich bestimmt kein Papier. Oh, Widerworte, was da denn los? Kein Problem, Herr Hildebrand. Dann übernehme ich das eben. Bei der Durchsicht meines Diktathefts ist meine Lehrerin vor Begeisterung immer kreidebleich geworden und hat beim gütigen Tal gemurmelt. Ich glaube, so etwas Unglaubliches hat sie noch nie gelesen. Meine Assistentin, wie sie leibt und lebt. Also gut, meine liebe Naschu, dann walte deines Amtes. Werter Gugu Remu, welche Freude, euch hier zu treffen. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Hochzeit mit Arabella. Wer bist du und was willst du von mir? Und überhaupt, ich heirate Arabella doch gar nicht, sie ist meine Tochter. Oh, der berüchtigte Grimologe höchst selbst erweist uns die Ehre. Da hat das Phantom mit den tausend Gesichtern aber ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Wie fühlt man sich so als Bräutigam im Rampenlicht, Vanes? Die Hildi-Fanbase, ne? Nicht schlecht, Vater, nicht schlecht. Meine Zukünftige ist durch die Drohung des Phantoms sozusagen geadelt worden. Nicht irgendeine Maid hat der Unhold für sein Opfer auserkoren, sondern die schönste Frau aus Eorzeas. Als ihr Verlobter kann ich nun mit erhobenem Haupt und stolz geschwellter Brust durch die Straßen schreiten. Alter, das ist auch so ein Laberhannes, ne? Meine Güte. Mit stolz geschwellter Brust? Bei so einem Hühnerbrüstchen, das riecht höchst verdächtig, meine Freunde. Ergib dich auf der Stelle, Phantom. Nie kam mir ein schlechterer Schauspieler unter die Augen. Sag mal, bist du so dumm oder tust du nur so? Das hat er doch nicht wörtlich gemeint. Ha, mein Sohnemann. Lässt sich so schnell nicht einschüchtern. Recht so, recht so. So war das in unserer Familie schon immer. Für wahr, Vannes wird einem ausgezeichneten Vorsitzenden für das Bruguères-Konsortium abgeben. Als Arabellas Vater und Geschäftsführer eines florierenden Unternehmens erfüllt auch mich dieser Umstand mit Stolz. Da fällt mir ein, Arabella war ganz verrückt nach der Halskette, die du ihr neulich geschenkt hast, mein lieber Vannes. Das freut mich, werter Guguremu. Es soll nicht das letzte Geschenk sein, das sie von mir erhalten hat. Unsere Schatzkammern quellen über vor Schmuck und Kleidern. Wenn wir erst einmal verheiratet sind, werde ich eure Tochter mit Reichtümern überhäufen. Mendervillsche Diplomatie, hm? Großartig, Hildebrand. Immerhin wissen wir jetzt, dass Vannes, Morgant und Guguremu so echt sind wie ihre gerade demonstrierte Habgier. Aber nicht doch, werte Ellie. Dass wir den Täter hier nicht finden würden, war mir natürlich klar. Ich wollte nur erst einmal alle überflüssigen Variablen aus der Gleichung stoßen, akribisch wie ich nun mal bin. Es läuft also alles nach Plan. Oh, ich wollte ja alles notieren, also keine eindeutigen Beweise. Alles läuft nach Plan und von so einem vermeintlichen Rückschlag lässt der große Hildebrand sich nicht ins Boxhorn jagen. Als nächstes stehen Yalto, Nolto und Levenhardt auf dem Programm. Auf, meine Freunde, wir haben ein Phantom zu entlarven.
So, wo sind die Jungs? Da drüben irgendwo. Ja, XP-technisch bringt das natürlich nicht viel hier, ne? Das ist klar. Seid gegrüßt. Man hat euch auch zum Fest eingeladen. Eure Gesichter sind mir nicht bekannt. Seid ihr Angehörige der Ostaldenaer Handelsgesellschaft? Angehörige, das sind wir in der Tat. Dann bin ich höchst erfreut, euch kennenzulernen. Die Hochzeit eurer Arabella mit unserem zukünftigen Vorsitzenden Wannes ist ein freudiger Anlass. Wir sollten feiern, was die Spesenkasse hergibt. Unsere Vereinigungen werden durch den Ehebund eine große Familie. Bislang haben wir oft miteinander gestritten, doch nun werden wir Seite an Seite streiten. Ein Hoch auf die Handelsgesellschaft, ein Hoch auf das Konsortium. Vielleicht wird es uns mit vereinten Kräften ja auch gelingen, der Bedrohung durch die botanischen Fünf Herr zu werden. So rum. Unsere Lebensmittellieferungen werden in letzter Zeit... Nanu, jetzt sagt nicht, ihr habt noch nichts von den botanischen Fünf gehört. Aber natürlich haben wir das. Die botanischen Fünf sind schließlich legendär für Gartenkunst. Papalapap, die botanischen Fünf sind ein erbärmlicher Haufen diebischer Mantragoras, die sich jede Karotte unter den Nagel reißen, die nicht bei drei im Erntekorb liegt. Du solltest öfter den Mithrilboten lesen. Mithrilboten? Nee, ne? Heißt nicht Mithrilboten. Ja, mein Lieber, das hat man davon, wenn man lieber in Mock und Moxi blättert, als in einer vernünftigen Tageszeitung. Wer ist 11 hat? Ah, die botanischen Fünf. Bleibt mir fort mit diesem lästigen Gemüse. Uns haben sie auch schon einen Besuch abgestattet. Sie haben uns völlig unvorbereitet getroffen und konnten mit einem Großteil der Vorräte für das Bankett türmen. Doch seid unbesorgt. Ich habe unverzüglich Ersatz in Bismarck bestellt, der soeben eingetroffen ist. Bei uns wird keiner Hunger leiden müssen. Gut. Speisen direkt aus dem Bismarck? Na, da können sich unsere Gaumen ja auf ein wahres Freudenfest gefasst machen. Ich kann es kaum erwarten. Keine Ahnung mehr, woher ich die kenne, Kimi. Keine Ahnung mehr. Das so viel. Auch Jalto, Nalto und Levenhardt schienen mir nicht sehr verdächtig. Sollte ich mich tatsächlich getäuscht haben? Verflucht. Wenn wir keinen Hinweis finden, ist das Phantom nicht aufzuhalten. Mehr denn je müssen wir unsere Bemühungen verstärken, die holde Arabella davor zu bewahren, das nächste Opfer zu werden. Das gebietet mir meine Ehre als Chevalier. So viel steht fest. Herr Hildebrand, ihr redet immer so schnell. Da komme ich ja gar nicht mit. Also gut, das Phantom ist nicht aufzuhalten, das nächste Opfer steht fest. Das habe ich extrem zusammengekürzt. Nun, wie auch immer. Was jetzt? Priadien dürfte jeden Moment zurückkommen. Name sagt mir auch gar nichts. Ich weiß es echt nicht mehr. Kimi. Na, das liegt doch wohl auf der Hand, oder? Wir werden die Lebensmittellieferung inspizieren, von der Levenhardt gesprochen hat. Wenn die nämlich keine Lebensmittel enthält, wissen wir, dass hier nicht nur das Gemüse faul ist, na? Also, nichts wie ran an die Rüben, meine Freunde. Wir wollen uns nicht von diesem Möchtegern-Kriminologen dazwischenfunken lassen. Ne, keine Ahnung. Sagt mir gar nichts. Also in 3 und 4, was ich bisher gespielt habe, sagt es mir nichts. Und bei 13 habe ich gespielt, aber nur den Anfang, sagt mir auch nichts. Ne, das ist echt mir nichts.
So, wo geht's hin? Direkt hier? Hier unten. Geld oder Liebe ist das immer noch. Okay. Ja, da oben wahrscheinlich, ne? Ach nee. So, die Lebensmittellieferung. Ah, stehen sie ja schon. Mir wirklich nicht bekannt. Null Begriff, gar nichts. So, so, was haben wir denn hier? Ein paar Kisten und wohlgereifte Kokosnüsse. Nanu? Zwischen den Kokosnüssen liegen Bomben. Wusste ich's doch. Levenhardt ist das Phantom. Er plant einen Anschlag auf die Hochzeitsgesellschaft. Niemals. Das sind meine, Hildebrand. Ich dachte, hier wäre die Garderobe und hab sie einfach zum Rest gelegt. Bisschen verplant, die Gute, ne? Bist du des Wahnsinns, Naschu? Wir brauchen doch hier keine Bomben. Brauchen wir nicht? Den Holzstock, den ich gerade am Strand gefunden habe, etwa auch nicht? Nein, liebe Naschu, auch deinen Holzstock brauchen wir nicht. Wirf den mal schön weg und erwähne diesen Vorfall auf keinen Fall in deinen Notizen. Oh weh, wenn Begonien das sieht, bekommt er sicher wieder einen hysterischen Anfall. Und wenn jemand auf die Idee kommen sollte, in der Nähe der ein romantisches Lagerfeuer zu veranstalten, könnte er eine explosive Überraschung mit tödlichem Ausgang erleben. Wir müssen diesen Schlamassel schleunigst bereinigen. Alles klar. Alles klar, Priadin erlebt eine explosive Überraschung mit tödlichem Ausgang. Das ist so stark gekürzt, dass es fast wie eine Morddrohung an Priadin klingt. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er. Der Denker, ne? Ihr solltet noch immer auf Beobachtungsposten sein, also versteckt euch besser schnell. Aber wir können die Bomben doch nicht, hier nicht einfach so liegen lassen. Stimmt, das könnte auch auf mich zurückfallen, da ich euch nicht aufgehalten habe. Also gut, Gorbi und ich werden versuchen, Priadin abzulenken. Ihr versteckt euch hier. Ihr seid ein Schatz, werte Ellie. Dann beseitigen wir die Bomben, nachdem Brilli von dannen gezogen ist. Vielen Dank und bis später. Eine Quest abgeschlossen, gibt bestimmt XP. Der war doch da vorne, ne, irgendwo? Ach da. Ein bisschen spät aufgepoppt, ne? So, die überfallene Messingklinge wäre versorgt. Wie sieht es hier aus? Unser tölpelhaftes Duo scheint sich ja ausnahmsweise mal zu benehmen wie... Ein genialer Schachzug von mir, sie mit einer unnützen Aufgabe abzulenken. Ja, in der Tat. Wie sieht es denn bei dir aus? Sicher hat dein kriminologisches Genie schon neue Fährten aufgenommen. Warum gehen wir nicht zu einer der Strandhütten und besprechen alles in Ruhe? Ich wollte tatsächlich etwas mit euch besprechen. Doch besser jetzt und hier. Denn wir dürfen bei der Jagd auf das Phantom keine Zeit verlieren. Lasst uns dort drüben im Schutz der Kisten reden. Was? Warum denn ausgerechnet da? Wir sind schließlich extra ans Meer gekommen und es gibt hier so viele Orte mit einer schöneren Aussicht. Dies ist kein Strandurlaub, werte Ellie. Außerdem ist mir ein abgelegenes Plätzchen, an dem uns niemand belauschen kann, weit lieber. Natürlich. Tja, mitgehangen, mitgefangen, ne, sage ich da nur. Wird schon schief gehen. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass er sich die Kisten nicht so genau ansieht.